Die Zeit zwischen gerade Wort und Musik und jetzt das Konzert war vielleicht so gering, dass ich jetzt mal etwas erzähle zum Programm, steht aber auch im Heft, aber gut, es ist auch schön, jetzt einfach ein bisschen da was dazu zu sagen. Also wir haben in den letzten 2 Monaten Konzerte gegeben mit diesem Programm, das sie dort haben. Das heißt Bach Abel und die Name Bach, das sagt Ihnen relativ sicher was, also eine wichtige Musikerfamilie aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit als bekanntester Familienmitglied Johann Sebastian Bach. Die Familie Abel war aber auch eine prominente Musikerfamilie und die beiden Familien waren miteinander befreundet, bekannt und sogar auch zum Teil familiär verknüpft. Wir wollten unbedingt diese Musik von Karl Friedrich Abel spielen, weil Abel ein verhältnismäßig späte Gambenvirtuose war. Also er war eine große Virtuose auf der Viola da Gamba, das Instrument, das Marina spielt, als das Instrument eigentlich schon fast abgeschrieben war. Und er hat es aber weitergespielt und weiterentwickelt und dabei ist einfach sehr spannende Musik bei rausgekommen. Und das Lustige ist, dass dieser Abel, dieser Gambenspieler, zusammen mit Johann Sebastian Bachs Sohn oder einer seiner vielen Söhne, Johann Christian Bach, nach London gezogen ist, um dort die neue Musikstil weiter zu etablieren und dort tätig zu sein. Also das war wirklich ein Zentrum von der neuen Musik, London in der Zeit. Und sie sind beide dorthin gezogen und sie kannten einander natürlich gut. Sie haben beide studiert bei Johann Christian Bach Vater, beide studiert bei Johann Sebastian Bach. Und so sind sie dorthin gegangen und haben gemeinsam in London eine Konzertreihe gegründet, die bekannt war als der Bach-Abel Concert Series. Also irgendwie ganz plakativ, aber es hat funktioniert. Das hat wahnsinnig viele Leute dorthin gezogen, die fasziniert waren bei dieser neuen Musik. Und wir haben das rausgefunden, dass es das gab. Und dann haben wir gedacht, wir wollen gerne ein Programm zu diesem Thema spielen. Also auf dem Programm Musik von diesem Karl Friedrich Abel, Musik von Johann Christian Bach und Musik von dessen beiden Mentor, Johann Sebastian Bach, das wollten wir auch unbedingt reinhaben. Jetzt ist es so, dass das Konzert eigentlich eine Stunde geht. Jetzt dachten wir, es gab gerade schon Wort und Musik, gab schon viel Musik, also haben wir es etwas eingekürzt. Entschuldigung, da blieb was stecken. Es ist so, dass wir jetzt am Anfang spielt Marina ihr Gambensolo, wie im Programmheft auch steht. Und dann spielen wir 2 Sätze aus dem Trio von Abel. Und dann muss ich Marina angucken, was machen wir danach? Ah ja, und dann machen wir, ja, genau, die Flötensonate für Abel erst und dann das Trio. Und danach komme ich wieder kurz zu Ihnen zurück für dann das zweite Teil des Konzerts.
Also das war dann die Musik von Carl Friedrich Abel. Also haben Sie eine grobe Idee von, was für Musik er geschrieben hat. Und es könnte tatsächlich sein, dass genau diese Stücke auch in solche Konzerte von Johann Christian Bach und von Carl Friedrich Abel gespielt worden sind. Vielleicht genau diese Stücke, es könnte gut sein. Dann gehen wir jetzt weiter mit noch erst einem Stück von Johann Christian Bach für eine etwas ungewöhnliche Besetzung, nämlich einen Trio-Satz, was ja ganz normal ist. Normalerweise sehen wir zum Beispiel ein Trio für Geige, Flöte und Begleitung oder zwei Geigen und Begleitung, zwei Flöten und Begleitung, alles ganz normale Trio-Sätze. Das Cembalo hat dabei fast immer eine begleitende Rolle. Ich spiele, das heißt Generalbass, also ich habe eine Basslinie mit Ziffern dabei, die mir sagen, welche Harmonie ich spielen soll, wie es jetzt eigentlich auch in der Jazz wieder so ist. Jetzt aber hat Johann Christian Bach, der selber natürlich Tastenspieler war, einen Trio-Satz geschrieben für Flöte, Begleitung, aber Cembalo in der anderen Solostimme. Also was ganz ein lustiges Experiment, ein Satz, der immer populärer wurde, auch später im 18. Jahrhundert. Und dann kennen Sie vielleicht die späteren romantischen Werken, wo das Klavier sozusagen das große Solomonster noch ist, das begleitet wird von anderen Stimmen. Also das hat sich daraus entwickelt. Dann Musik danach von Johann Sebastian Bach, der Mentor von den beiden Herrschaften. Und wir finden das schön, um das nebeneinander zu spielen, weil man den Kontrast so stark hört. Man hört plötzlich, wie wahnsinnig die Musik sich entwickelt hat, einfach schon von Vater auf Sohn, von einer auf die nächste Generation. Also das muss unglaublich gewesen sein. Sie hören eben die letzte Sonate, was eine Sonate ist für Cembalo und Viola da Gamba, original. Aber ich leihe meine rechte Hand aus an Paolo hier. Wir machen einen Triosatz daraus. Aber da hören Sie, wie diese verdichtete Bach-Sonaten aus der spätbachschen Zeit, wie die Musik sich plötzlich eröffnet hat nach diesem offenen und leichten, einfachen Stil von Bachs Söhne und zum Beispiel Carl Friedrich Abel und später auch Haydn, Mozart. Sie kennen es ja, die Musik hat eine gewisse Leichtigkeit, die bei Johann Sebastian Bach noch sehr anders klingt. Also, das zweite Teil des Konzerts und dann bin ich jetzt auch mal hier an der Stelle, Sie zu bedanken, dass Sie alle da sind. Wir haben uns sehr gefreut, wieder hier zu spielen. Auch Christoph, herzlichen Dank für die Einladung wieder. Haben Sie noch einen schönen Abend. Wir hoffen, wieder mal hier zu spielen. Also und wir versuchen, Sie sicher auf dem Laufenden zu halten, falls das mal wieder so sein könnte. Dann gibt es auch Beziehungen zu diesem Raum, weil der Chor ist 1664 wohl entstanden, also genau passend in diese Zeit. Dieses Schiff ist älter, aber der Chor ist genau die Zeit. Also das ist doch schön. Also kommt unbedingt wieder, auch wenn ich nicht mehr hier Pfarrer bin. Die Sigristinnen werden euch auf jeden Fall die Tür aufschließen und euch herzlich willkommen heißen, gell? Und wir werden sehen, ob wir die Musikkommission überzeugen können, dass sie da eine weitere Beziehung dann entwickelt. Also ich danke euch.
jetzt einen Satz aus dem Johann Christian Bach Trio, steht auch im Programm, glaube ich, aber wir machen jetzt alles anders. Dann der eine Satz Andante, das ist Andante, ja, glaube ich, aus Johann Sebastian Bachs Flötensonate und danach das ganze Johann Sebastian Bach Trio, also drei. Thank you.
Als so Abendgruß spielen wir dann noch zwei ganz kleine Sätze, auch von Karl Friedrich Abel. Typische Sätze, die immer am Ende einer Sonate kommen, vielleicht am Ende des Abends auch. Das ist nämlich ein Menuetto und ein Trio.
Zeit zwischen gerade Wort und Musik und jetzt das Konzert war vielleicht so bewegen, dass ich jetzt mal etwas erzähle zum Programm. Ich denke aber auch im Heft, aber gut, das ist auch schön, dass ein bisschen da was dazu zu sagen. Also, wir haben in den letzten 2 Monaten Konzerte gegeben in diesem Programm, das wir dort haben. Das heißt Bach Adel. Und die Name Bach, das sagt Ihnen relativ sicher was. Also eine wichtige Musikerfamilie aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Mit als bekannteste Familienmitglied Johann Sebastian Bach. Die Familie Adel war aber auch eine prominente Musikerfamilie. Und die beiden Familien waren miteinander befreundet, bekannt und sogar auch zum Teil familiär verknüpft. Wir wollten unbedingt diese Musik von Karl Friedrich Abel spielen, weil Abel ein verhältnismäßig späte Gambenvirtuose war. Also er war eine große Virtuose auf der Flora da Gamba, das Instrument, das Marina spielt. Als das Instrument eigentlich schon fast abgeschrieben war. Und er hat es aber weitergespielt und weiterentwickelt und dabei ist einfach sehr spannende Musik bei rausgekommen. Und das Lustige ist, dass dieser Abel, dieser Gambenspieler, zusammen mit Johann Sebastian Bachs Sohn oder einer seiner vier Söhne, Johann Christian Bach, nach London gezogen ist, um dort die neue Musikstil weiter zu etablieren und dort tätig zu sein. Also das war wirklich ein Zentrum von der neuen Musik in London in der Zeit. Und sie sind beide dort hingezogen. Und sie kannten man natürlich gut. Sie haben beide studiert bei Johann Christian Bach. Beide studiert bei Johann Sebastian Bach. Und so sind sie dort hingegangen und haben gemeinsam in London eine Konzertreihe gegründet, die bekannt war als der Bach-Adel Concert Series. Also ganz plakativ, aber es hat funktioniert. Das hat wahnsinnig viele Leute dorthin gezogen, die fasziniert waren bei dieser neuen Musik. Und wir haben das rausgefunden, dass es das gab. Und dann haben wir gedacht, wir wollen gerne ein Programm zu diesem Thema spielen. Also auf dem Programm Musik von diesem Karl Friedrich Abel, Musik von Johann Christian Bach und Musik von dessen beiden Mentor. Johann Sebastian Bach, das wollten wir auch unbedingt reinhaben. Jetzt ist es so, dass das Konzert eigentlich eine Stunde geht. Erst dachten wir, es gab gerade schon Wort und Musik, gab schon viel Musik, also haben wir es etwas eingekürzt. Es ist so, dass wir erst am Anfang spielt Marina ihr Gambon-Solo, wie im Programm halt aufsteht, und dann spielen wir 2 Sätze aus dem Trio von und dann muss ich Marina angucken, was machen wir da? Ah ja, und dann machen wir, genau, die Flöten-Sonate, aber erst und dann das Trio. Und danach komme ich wieder kurz zu ihm zurück, für dann das zweite Teil des Konzerts. Thank you.
Könnte tatsächlich sein, dass genau diese Stücke
auch in solche Konzerte von Johann Christian Bach und von Karl Friedrich Arnold gespielt worden sind. Vielleicht genau diese Stücke, das könnte gut sein. Dann gebe ich jetzt weiter mit noch erst einem Stück von Johann Christian Bach für eine etwas ungewöhnliche Besetzung, nämlich einen Trio-Satz, was ja ganz normal ist. Normalerweise sehen wir zum Beispiel ein Trio für Geige, Flöte und Begleitung oder zwei Geigen und Begleitung, zwei Flöten und Begleitung, alles ganz normale Trio-Sätze. Das Cembalo hat dabei fast immer eine begleitende Rolle. Das heißt Generalbass, also ich habe eine Basslinie mit Ziffern dabei, die mir sagen, welche Harmonie ich spielen soll, wie es jetzt eigentlich auch in der Jazz wieder so ist. Jetzt hat noch Christian Bach, der selber natürlich Tastenspieler war, einen Trio-Satz geschrieben für Flöte, Begleitung, aber Cembalo in der anderen Solistik. Also, das ist ganz ein lustiges Experiment. Ein Satz, der immer populärer wurde, auch im 18. Jahrhundert. Und dann kennen Sie vielleicht die späteren romantischen Werke, wo das Klavier sozusagen das große Solo-Muster noch ist, das begleitet wird von anderen Stimmen. Also das hat sich daraus entwickelt. Dann Musik danach von Johann Sebastian Bach, der Mentor von den beiden Herrschaften. Und wir finden das schön, um das nebeneinander zu spielen, weil dann der Kontrast so stark wird. Man hört plötzlich, wie wahnsinnig die Musik sich entwickelt hat, einfach schon vom Vater auf so von einer auf die nächste Generation, also das muss unglaublich gewesen sein. Sie hören in der letzten Sonate, was eine Sonate ist, für Cembalo und Viola da Gamba, original, aber ich leihe meine rechte Hand aus dem Palomir, wir machen einen Trio-Satz daraus, aber da hören Sie, wie diese verdichtete Bach-Sonate aus der spätbachschen Zeit, wie die Musik sich plötzlich eröffnet hat, nach diesem offenen und leichten, einfachen Spiel von Bachs Söhne und zum Beispiel Karl Friedrich Abel und später auch Haydn, Mozart. Sie kennen es ja, die Musik hat eine gewisse Leichtigkeit, die bei Johann Sebastian Bach noch sehr anders klingt. Also, das zweite Teil ist jetzt das Konzert und dann bin ich jetzt auch mal hier an der Stelle, Sie zu bedanken, dass Sie alle da sind. Wir haben uns sehr gefreut, wieder hier zu spielen. Auch Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Haben Sie noch einen schönen Abend. Wir hoffen, wieder mal hier zu spielen. Also, und wir versuchen, Sie sicher auf dem Laufenden zu halten, falls es mal wieder so sein wird. Also wenn du schon davon redest, dass es da so Beziehungen gibt, dann gibt es auch Beziehungen zu diesem Raum, weil der Chor ist 1664 wohl entstanden, also genau passend in diese Zeit. Dieses Schiff ist älter, aber der Chor ist genau die Zeit. Also das ist doch schön. Also kommt unbedingt wieder, auch wenn ich nicht mehr hier Pfarrer bin. Die Sigristinnen werden euch auf jeden Fall die Tür aufschließen und euch herzlich willkommen heißen. Gell? Wir werden sehen, ob wir die Musikkommission überzeugen können, dass sie da eine weitere Beziehung dann entwickelt. Also, ich danke euch. Dann der eigene
Sebastian Bachs Flötensonate und danach das ganze Johann Sebastian Bach Trio. Also drei. Thank you.
Himmel. Thank you.
als Abendgruß spielen wir dann noch zwei ganz kleine Sätze, auch von Karl Friedrich Abel, typische Sätze, die immer am Ende einer Sonate kommen, vielleicht am Ende des Abends auch, das nenne ich ein Minuetto und ein Trio. Need.